Die Bedienung des Audiorekorders im Kugelschreiber ist denkbar einfach. Die Aufnahme startet, indem der Kugelschreiberclip nach unten geschoben wird. Sie können hören, ob eine Aufnahme läuft, indem Sie den Kopfhörer an den Audiorekorder anschließen. Schieben Sie den Clip zurück, um die Aufnahme zu stoppen. Mit der Fernbedienung und den Kopfhörern können Sie die Aufnahmen direkt am Rekorder anhören. Wiedergabe, Pausieren und Stoppen der Aufnahme ist ebenso möglich wie mehrere Arten des Vor- und Zurückspulens, die per Modustaste geändert werden. Über den USB-Anschluss und die mitgelieferte Software übertragen Sie die Daten auf Ihren PC. Hörbeispiele des Audiorekorders finden Sie auf www.alarm.de.